So Leute, was machen wir heute? Heute gibt es eine Premiere. Nicht nur, weil ich Linsensuppe mache, sondern weil ich sie heute auch esse. Versuchen zu essen. Ich esse keine Linsensuppe, aber ist egal. Auf Wunsch meiner Frau, da machen wir heute einfach mal eine Linsensuppe. So, und wie wir das machen und was ich dazu brauche und so weiter, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. So Leute, das brauchen wir dazu. Guckt mal an, ich habe hier eine kleine Gewürzmischung. Da sind ein paar Pfefferkörner, ein bisschen Kümmel, zwei Lorbeerblätter, das langt vollkommen aus. Dann habe ich hier zwei Cabanossi, die kommen nachher mit in die Suppe rein. Zwei rote und eine Gemüsezwiebel. Dann haben wir noch selbst geräucherten Bauchspeck. Video kommt oben rein. Guckt oben. Eine Lauchstange extra habe ich. Dann haben wir hier das normale Suppengrünzeugs, ne? Hier Knollensellerie, Möhre, Pastinakenwurzel und ein bisschen Lauch. Deswegen habe ich extra noch mal eine neue Stange mitgenommen, weil das ist ein bisschen dünne gewesen hier. Ne? Gut, dann haben wir hier noch ein paar Gewürze, die extra noch dazu kommen. Mittelmeersalz, hier ein bisschen die geräucherte Chiliflocken. Mal gucken, ob ich die mit reinmache. So. Dann haben wir hier unsere Linsen, da habe ich nur die roten gekriegt. Also irgendwie Linsen sind momentan, keine Ahnung, gibt nur die roten. Überall geguckt, nur rote. Gut, sei es drum. Und dann habe ich noch hier ein paar Kartoffeln, dann nehmen wir auch diesmal festkochende, weil die halt nicht so zerfallen sollen wie die von der Kartoffelsuppe. Video kommt oben rein, wo wir die dann auch noch pürieren. Da kannst du dann mehlig kochende nehmen, hier nehmen wir lieber festkochende. Ja, und das war's schon wieder, sehr übersichtlich und legen wir los, wa? So, was ist das jetzt für Haufen Müll hier, denkt ihr euch, ne? Ja, ich habe unsere Gemüse schön geschält. Ne, Zwiebeln, alles. Das ist natürlich vorher abgewaschen, sauber alles. Ne, damit hier kein Dreck groß dran ist. Wir haben unser geschältes Gemüse. Zwiebeln, alles drum und dran dabei. Die eine Möhre wollte ich nicht, das brauchen wir dann heute zu viel Möhren. So, und das ist jetzt die Grundlage für unseren Fond. Das kommt jetzt alles in den Topf. Die Würzmischung mit drauf. 1,5 Liter Wasser und dann lassen wir es erstmal schön aufkocheln. So Leute, da qualmt es da jetzt vor sich hin, unser Fond. Ne? Sieht sehr gut aus, riecht auch verdammt lecker. So Leute, jetzt haben wir hier Wasser und da machen wir jetzt unseren Bauchspeck rein und lassen den mal so ein bisschen schön hier im Wasser aus. Ne? So, die großen Stückchen kommen nachher wieder raus. Ich habe noch ein Stückchen Schwarte. So. Einfach ein bisschen auskochen lassen. So, das Wasser ist jetzt fast verdampft. Und jetzt hauen wir unsere Zwiebeln hier rein. Lassen die so ein bisschen glasig anspitzen. Ja? Und dann werden wir gleich nochmal. Dann machen wir schon ein bisschen geräuchertes Meersalz dran. So, nicht zu viel Salz wegen dem Bauchspeck. Und ein bisschen Chili, aber nur ein bisschen. So. Und das wird das letzte Mal euer Gewürzen heute sein, weil der Fond, der jetzt hier gut drauf kommt, der ist schon gewürzt. Jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen nachgewürzt. Jetzt haben wir den Bauchspeck. Das ganze Gemüse kommt auch noch zu. Also viel Gewürze braucht man, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht noch mal nachher beim Abschmecken ein bisschen Salz. Und was ich euch vorenthalten habe, es kommt noch nachher noch ein Schluck Essig rein, Apfelessig. Das ist ganz wichtig bei Linsensuppe. So, die Zwiebeln sind glasig. Jetzt löschen wir das erste Mal mit Fond ab. So, nehmen wir ein bisschen runter
Und da kommen auch gleich unsere Linsen rein. Die Schwarte noch mal, ne, die lassen wir auch schön groß, dass wir die nachher ordentlich rausnehmen können. So, und da gucken wir jetzt mal. Dann lassen wir jetzt den ganzen Quatsch mal ein bisschen aufkochen. So. So, jetzt haben wir die Linsen eben aufgekocht. Und da packen wir gleich unsere Kartoffeln mit dazu. Und die einfach unter. Ne? So, und das lassen wir jetzt mal, ich sag mal, eine gute Viertelstunde erstmal kochen. So, wie gesagt, mit dem Fond müssen wir mal gucken. Das kann ruhig alles ein bisschen unter Wasser. Ein bisschen noch drauf. Aber das reicht dann doch schon erstmal. Weil wir wollen ja nachher die Kartoffeln geben noch Wasser ab. Wenn nachher noch das Gemüse noch dazu kommt, das gibt auch noch Wasser ab. Und nicht, dass es dann zu dünne wird, das wollen wir ja auch nicht. Jetzt lassen wir es mal eine Viertelstunde stehen. So Leute, eine Viertelstunde ist um, so sieht es aus. Und jetzt hier immer hier unser Gemüse, unser Wurzelgemüse dazu. Das ist die Pastinakenwurzel, der Knollensellerie und die geschnittenen Möhren. Unterrühren. Ja, seht ihr die Schwarte? Oh, wie schön die ausgekocht ist schon. Herrlich, das gibt Geschmack. So. Und jetzt gucken wir mal. Ich sage mal 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten. Mal gucken. So, Leute, guckt mal an. So sieht es schon gut aus. Jetzt machen wir einfach unseren Lauch noch mit dazu. Na? Dann kommt unser berühmter Schluck Apfelessig mit rein. So, das verrühren wir vernünftig. Ja, die Linsen sind ein bisschen zerkocht. Das passt mir eigentlich nicht. Aber ja, gut. Ist vielleicht. Man muss halt gucken, ne? So, unsere Würste kommen mit drauf. Deckel zu. Autsch. Und dann jetzt weiter. So Leute, angerichtet sieht unsere Linsen sowieso aus. Ja, ich finde, die Linsen sind ein bisschen zerkocht. Fand ich jetzt ein bisschen doof. Aber na gut, wir lassen es uns trotzdem schmecken. Ne? So, wenn euch mein Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, kommentieren, liken, abonnieren. Und wenn es euch zusagt, dann macht es nach und lasst es euch schmecken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Euer Barbecue Sachse.